Jetzt fangen wir an mit der ersten Keynote-Rednerin. Es ist uns eine große Ehre, Astrid Bertschi, Regierungsrätin des Kantons Bern, zu begrüßen. Astrid Bertschi ist seit 2022 Berner Finanzdirektorin, ist quasi verantwortlich für über 12 Milliarden Budget des Kantons Bern und hat in dem Sinn eigentlich ein sehr passendes Profil für unsere Beschaffungswelt, weil sie eben einerseits mit Steuergeldern hantiert und da verantwortlich ist, dass die Gelder in einem guten Ausmaß eingenommen und ausgegeben werden. Aber sie ist ja auch noch Chefin, Vorgesetzte von den Leuten aus dem KAIO, Kantonalen Amt für Informatik und Organisation. Und dort werden ja ganz viele IT-Beschaffungen getätigt und ist auch noch außerdem die Beschaffungskonferenz des Kantons angesiedelt. Von dem her freue ich mich jetzt sehr auf das Referat von Astrid Bertschi, weil sie wird uns spannende Inputs liefern, wenn es um das neue kantonale Beschaffungsrecht, das neue Berner Digitalisierungsgesetz und auch generell um Herausforderungen und Lösungsansätze geht in der öffentlichen Beschaffung. Von dem her herzlichen Applaus für Astrid Bertschi. Ja, sehr geehrte Herren Professoren Mirach und Stürmer, liebe Beschaffende und Beschaffungsinteressierte, ich danke Ihnen herzlich für die Einladung, diese inzwischen schon traditionelle IT-Beschaffungskonferenz eröffnen zu dürfen. Ich bin zum ersten Mal hier bei Ihnen und ich bin mit dem ÖV gekommen. Ich bin zum ersten Mal hier, obwohl das Thema mir eigentlich sehr nahe geht. Als Finanzdirektorin bin ich hauptverantwortlich dafür, dass unser Steuergeld, Ihr Steuergeld, sinnvoll ausgegeben wird. Als Chefin der Berner Kantonsinformatik ist es an mir, dafür zu sorgen, dass unsere Verwaltung eine funktionierende IT hat und unsere Daten sicher sind. Und als Zuständige für das Beschaffungswesen im Kanton Bern wache ich selbstverständlich wie bei all meinen Aufgaben mit sehr vielen, sehr qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden darüber, dass Beschaffungen nach klaren Regeln ablaufen, transparent und fair sind. Aber es ist mir klar, zu den meisten Fachthemen, die Sie heute besprechen, kann ich nicht viel beitragen, was Sie nicht schon kennen. Darum möchte ich Ihnen heute ein paar Gedanken aus einer eher politischen Sicht mitgeben. Was für IT-Beschaffungsherausforderungen hat ein großer Kanton wie Bern? Und wie gehen wir sie an? Zuerst will ich Ihnen kurz Rückschau auf die Einführung des neuen Beschaffungsrechts im Kanton Bern geben. Und weil das immer wieder Fragen aufwirft, will ich kurz darauf eingehen, wieso eigentlich niemand genau weiß, ob der Kanton Bern jetzt Mitglied der IFÖB ist oder nicht. Dann möchte ich mit Ihnen über unsere aktuellen IT-Beschaffungsherausforderungen sprechen und wie wir sie angehen. Dazu zeige ich Ihnen zuerst, wie wir im Kanton Bern unsere Informatik organisieren, und zwar so, dass sie wirksame und wirtschaftliche Beschaffungen ermöglicht. Und dann gehe ich noch darauf ein, was uns im IT-Beschaffungswesen umtreibt und welche Lösungsansätze wir verfolgen. Zuerst also, wie hat der Kanton Bern das neue Beschaffungsrecht eingeführt? Und hat er das überhaupt? Und wieso kann eigentlich niemand diese Frage klar beantworten? Und wieso macht das in der Praxis zum Glück überhaupt keinen Unterschied? Das möchte ich Ihnen kurz näher bringen. Zuerst ein kurzer Rückblick. Sofort nach dem Erlass der neuen interkantonalen Beschaffungsvereinbarung der IFÖB haben wir die Einführung an die Hand genommen. Schon ein Jahr später lag das Beitrittsgesetz dazu vor und etwas mehr als ein Jahr danach trat das neue Recht in Kraft. Der Kanton Bern war der dritte Kanton, der den Beitritt zur neuen IFÖB erklärte. Warum haben wir dieses unbernerische Tempo angeschlagen? Ganz einfach, wir waren überzeugt davon und sind es weiterhin, dass das neue Recht uns viel Potenzial gibt, besser zu beschaffen. Und davon wollten wir möglichst rasch profitieren.
Um nur ein paar Stichworte zu nennen, Sie kennen sie alle: nachhaltigere Beschaffung, mehr Qualitätswettbewerb, flexiblere Beschaffungsverfahren, mehr Interaktion zwischen Auftraggeber und Anbieter, einfachere Beschaffungszusammenarbeit, Digitalisierung. Darum gaben wir Gas. Aber was uns auch geholfen hat: die politischen Diskussionen waren wohl einfacher als in anderen Kantonen. Es gab zwar auch bei uns einiges Lobbying von Leuten, die sich für protektionistische Methoden einsetzten. Zum Beispiel die Preisniveauklausel, also dass es Punkteabzüge gibt, wenn Leistungen aus dem billigen Ausland kommen. Ich verstehe zwar als frühere KMU-Geschäftsführerin gut, dass billige Auslandspreise für das Schweizer Gewerbe ein Problem sind. Wir haben hohe Lohnkosten, hohe Umweltstandards, andere Länder weniger. Ist das noch faire Konkurrenz? Aber wir fanden in der Berner Politik rasch Konsens. Mit dem Beschaffungsrecht werden wir diesem Problem nicht Herr. Wieso? Weil kantonale Schutzmechanismen gegen das übergeordnete Recht verstoßen würden. Wir hätten sie also nur bei Kleinaufträgen anwenden können, und diese gehen schon heute fast alle an lokale Unternehmen. Wir hätten also einen großen bürokratischen Aufwand gehabt und kaum Wirkung. Dafür haben wir ins Beitrittsgesetz geschrieben, dass wir den Bedürfnissen der KMU anders Rechnung tragen. Zum Beispiel mit Losen oder Bietergemeinschaften, damit nicht nur Grossunternehmen eine Chance haben, eine Ausschreibung zu gewinnen. Ich bin froh über diese pragmatische Berner Lösung. Und wenn wir jetzt auf die ersten Jahre mit dem neuen Recht zurückblicken, kann ich sagen, es ist eine gute Sache. Wir haben auch einiges unternommen, dass es gut kommt. Wir haben Webinare und Schulungen gemacht, Hilfsmittel und Vorlagen angeboten. Wir haben eine Hotline eingerichtet beim Kanton für Fragen von Auftraggebern. Und das hat sich gelohnt. Die Direktionen und Ämter, die Gemeinden, die Schulen, sie finden sich im neuen Recht alle gut zurecht. Das sieht man an den Fragen, die bei unserer Beschaffungshotline eintreffen. Es sind teils die gleichen Fragen wie vor Jahren schon. Wir wollen unsere Software weiterentwickeln. Müssen wir das wirklich ausschreiben? Aber immer mehr sehen wir, dass die Leute auf den Ämtern und in den Gemeinden die Möglichkeiten des neuen Rechts kennen und nutzen. Zum Beispiel digitale Beschaffungsprozesse, die allen Beteiligten viel Aufwand ersparen. Oder interkantonale oder innerkommunale Kooperationen. Und auch die Beschwerden, die gegen kantonale Beschaffungen erhoben werden, werden nicht mehr, sondern tendenziell sogar weniger. In den Vorjahren hatten wir auf Stufe Kanton jeweils so um die 17 Beschwerden pro Jahr. 2023 waren es nur 11. Das sind 2,5% aller Zuschläge. Im Vorjahr waren es doch 5%. Gut geheißen wurden nur sehr wenige Beschwerden. Das heißt, unsere Beschafferinnen und Beschaffer machen einen guten Job und der Markt anerkennt das. Das freut mich natürlich sehr. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen der Berner Groove. Wir wissen, Beschaffen ist ein kooperativer Prozess, kein konfrontativer. Es geht darum, gemeinsam etwas Gutes zu schaffen und nicht darum, den anderen abzusägen. Also, alles in Butter? Ja. Also, fast. Wir hatten nämlich tatsächlich ein politisches Problem beim Beitritt. Und zwar folgendes. Die neue IFÖB sieht vor, dass Beschwerden gegen Beschaffungsentscheide als einzige Instanz vom Verwaltungsgericht beurteilt werden. Der Kanton Bern macht das als fast einziger Kanton traditionell anders. Bei uns ist immer die Direktion oder die Regierungsstatthalterin erste Beschwerdeinstanz. Unser Verwaltungsgericht wehrte sich darum im politischen Prozess gegen den Mehraufwand, den sie auf sich zukommen sahen. Es schlug einen Vorbehalt vor, wonach der Kanton Bern bei seinem zweistufigen Beschwerdeverfahren bleibt. Der Regierungsrat war zwar der Meinung, dass das nicht geht,
aber der Grosse Rat, also das Parlament, entschied sich knapp dafür. Die Quittung kam dann prompt. Als der Kanton Bern den Beitritt mit diesem Vorbehalt erklärte, lehnten die anderen Kantone ihn ab. Sie sagten, die IFÖB erlaubt keine Vorbehalte, weil sie zum Ziel hat, das Schweizer Beschaffungsrecht zu vereinheitlichen. Für den Fall sieht das Beitrittsgesetz vor, dass die IFÖB trotzdem gilt, aber aus kantonales Recht. Das hat der Regierungsrat in seiner Verordnung dann so festgehalten. Aber wenig später hat das Verwaltungsgericht, das den Vorbehalt vorgeschlagen hatte, in einem Urteil von sich aus erklärt, übrigens, dieser Vorbehalt ist nur gültig, wir sind beigetreten. Wir haben also eine komische Situation. Niemand weiß sicher, ob der Kanton Bern jetzt bei der neuen IFÖB dabei ist oder nicht. In der Beschaffungspraxis macht das zum Glück keinen Unterschied. Denn die IFÖB gilt so oder so, ob jetzt als Konkordat oder als Berner Recht. Aber für uns als Kanton ist das schon etwas peinlich. Weil wir aus Sicht der anderen Kantone kein Mitglied sind, können wir bei der Anwendung und bei Änderungen des neuen Rechts nicht mitreden. Ich gehe davon aus, dass das Bundesgericht früher oder später entscheiden wird, was Sache ist. Bis dann bleiben wir auf der offiziellen Landkarte der IFÖB, die Sie hier sehen, halt noch als Sonderfall markiert. Aber Sie sind nicht hier, um von mir einen staatsrechtlichen Vortrag zu hören. Obwohl ich auch Juristin bin oder einmal war. Sie wollen wissen, wie wir im Kanton Bern mit den Herausforderungen von ICT-Beschaffungen umgehen. Dazu ist es nötig, Ihnen kurz aufzuzeigen, wie wir unsere IT aufgestellt haben. Schon 2019 gab der Regierungsrat dem Kanton eine klare Digitalisierungsstrategie. Die Regierung hatte eine Vision, Digital First. Geschäftsprozesse auf allen Ebenen sollen digital ablaufen, zwischen Behörden, mit der Bevölkerung und mit der Wirtschaft. Und der Grosse Rat unterstützt diese Vision. Er hat 2022 einstimmig eines der weitgehendsten Digitalisierungsgesetze der Schweiz beschlossen. Es schreibt allen Behörden bis zur kleinsten 50-Seelen-Gemeinde das digitale Primat vor. Es verpflichtet alle Behörden und alle, die beruflich mit dem Staat verkehren, digital zusammenzuarbeiten. Und es macht klar, Digitalisierung ist ein Teamsport. Es soll keine Einzelkämpfer mehr geben, keine kleinen IT-Königreiche in einzelnen Ämtern, die das Rad für sich neu erfinden. Zusammenarbeit steht im Zentrum, im Kanton, zwischen den Kantonen, mit den Gemeinden, unter den Gemeinden. Und das gilt auch für Beschaffungen. Darauf komme ich noch. Damit ist klar, Digitalisierung ist eine zentrale Dimension des staatlichen Handelns. Sie muss vom Business her getrieben werden. Sie ist nicht mehr eine Hilfstätigkeit, die man diesen Informatikern da abschieben kann. Und das setzt klare Verantwortungen voraus. Wer digitalisiert was? Jedes Amt sich selbst. Ein Informatikzar den ganzen Kanton. Bei uns gilt weder noch. Wir teilen die digitalen Aufgaben in drei Schichten ein. Zuunterst liegt die ICT-Grundversorgung. Das sind Services, die alle im Staat brauchen, wie Arbeitsplätze, Netzwerke, Drucker und Server. Dafür ist zentral unser Amt für Informatik und Organisation zuständig, das KAIO. In der Mitte liegen die Konzernapplikationen. Das sind Lösungen, die bestimmten kantonsweiten Geschäftsprozessen dienen, wie Personal und Finanzen. Dafür ist entweder das KAIO zuständig oder das Fachamt mit der größten Sachnähe. Und zu oberst liegen die Fachapplikationen. Das sind alle anderen Applikationen, also solche, die amts- oder direktionsspezifischen Aufgaben dienen. Dafür sind die einzelnen Fachämter zuständig.
Diese Lösung hat klare Vorteile. Jeder weiß, was er zu tun hat. Je mehr Synergiepotenzial ein Service hat, desto zentraler wird er beschafft und betrieben. Aber je näher ein Service an den individuellen Geschäftsprozessen der Ämter ist, also nah am Kerngeschäft, desto eher sind die Direktionen oder Ämter dafür verantwortlich. Zusammenarbeit heißt auch, sein Handeln auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Synergiepotenziale erkennen und nutzen. Nach gemeinsamen Regeln und Prozessen handeln. Kurz, Führung. Damit das wirksam erfolgt, hat der Regierungsrat der Verwaltung für die Erfüllung ihrer Digitalisierungsaufgaben eine klare Governance vorgegeben. Die Politik, hier zu oberst, legt die grundsätzlichen Regeln und die strategischen Ziele vor. Die Fachämter und das KAIO, hier zu unterst, setzen die Digitalisierung in ihrem Bereich um. Das heißt auch, sie führen die nötigen Beschaffungen durch. Und dazwischen sind die Leute, die das alles koordinieren. Wir haben Governance-Organe eingesetzt, vor allem einen Regierungsausschuss und eine interdirektionale IT-Konferenz. Ihr Job ist es, sicherzustellen, dass die Digitalisierungsarbeiten aufeinander abgestimmt sind und dass sie nach klaren Standards und einheitlichen Prozessen erfolgen. Und sie stellen das Reporting und das Controlling sicher, damit die Politik die Grundlagen für ihre Entscheide hat. Jetzt fragen Sie sich sicher, was haben all diese bürokratischen Kästchen und Organigramme mit Beschaffungen zu tun? Einiges. Ich möchte Ihnen nämlich jetzt zeigen, wie wir dank unseren strategischen Grundlagen und unseren Governance-Strukturen in der Lage sind, einigen Beschaffungsherausforderungen zu begegnen. Ich sage nicht, dass wir die Probleme damit lösen oder dass unser Ansatz der einzig richtige ist. Aber wir haben wenigstens Lösungsansätze. Ihnen ist klar, dass ich als Finanzdirektorin zuerst ans Geld denke. Die Digitalisierung ist eine gute Sache, aber sie ist unheimlich teuer. Wir alle möchten möglichst schnell eine Antwort auf unsere Anliegen vom Staat haben und möglichst wenig Aufwand für Behördengänge. Aber das kostet. Und immer mehr, weil auch die Sicherheit immer wichtiger und teurer wird. Und auf der anderen Seite haben wir nicht mehr Geld dafür. Wir können nicht einfach die Steuern für die Digitalisierung erhöhen. Wir gehen dieses Dilemma auf zwei Weisen an. Erstens, je mehr wir digitalisieren, desto mehr müssen wir den alten Papierbetrieb zurückfahren. Sonst bezahlen wir nämlich alles doppelt. Die Leute, die Maschinen, die Prozesse. Aber klar ist auch, wir wollen niemanden abhängen. Darum sieht unser Digitalisierungsgesetz vor, dass nur die Profi-User zum rein digitalen Verkehr mit dem Staat verpflichtet sind. Also diejenigen Leute, die beruflich mit dem Staat verkehren. Und zweitens, wir müssen wo immer möglich zusammenarbeiten, zusammen beschaffen. Denn ich muss es Ihnen nicht sagen, je mehr Beschaffungen Sie bündeln, desto bessere Konditionen haben Sie und desto geringere Transaktionskosten und Grenzkosten. Aber Sie wissen es auch, das ist einfacher gesagt als getan. Denn zusammenarbeiten heißt immer auch, die eigenen Anforderungen zurückstellen. Auf dem Papier sind alle dafür. Aber wenn es zur Sache geht, findet jeder ein Argument, wieso er eine maßgeschneiderte Spezialapplikation braucht. Wie gehen wir das nun an? Zuerst organisatorisch. Wir haben 5 zentrale Beschaffungsstellen im Kanton, darunter unser Informatikamt, das KAIO. Es ist allein zuständig für die Beschaffung der ICT-Grundversorgung und der Konzernapplikationen. Was das KAIO beschafft, muss genutzt werden. Auch wenn ich dann vielleicht einen Anruf von einem Regierungskollegen erhalte,
weil seine ergonomische Lieblingstastatur nicht im Angebot ist. Aber damit kann ich gut leben. Und das KAIO vernetzt sich auch mit dem Bund und mit den anderen Kantonen, um Beschaffungen auf nationaler Ebene anzustoßen. Und dann üben wir auch sanften Druck auf die Fachämter aus. Wir haben in unserer Digitalisierungsverordnung Folgendes geschrieben, ich zitiere: Die Behörden beschaffen und nutzen, wenn möglich, ICT-Mittel gemeinsam mit anderen Behörden, einschließlich solcher anderer Kantone oder des Bundes. Und vor allem, sie stellen dafür nötigenfalls eigene Interessen und Anforderungen zurück. Klar, auch das ist erst einmal Papier. Das muss man durchsetzen. In der Führungsarbeit, auf allen Ebenen. Aber wir haben uns dazu bekannt und wir setzen das um. Die finanziellen Ressourcen sind nur die eine Seite. Die menschlichen sind genauso wichtig. Früher waren IT-Beschaffungen vielleicht eher noch etwas, was man in der Verwaltung so nebenbei auch noch gemacht hat, als Projektleiterin oder Abteilungsleiter. Diese Zeiten sind vorbei. Beschaffungen, gerade in der IT, sind sehr anspruchsvolle, stark formalisierte und hoch regulierte Prozesse. Und dafür braucht es Profis. Aber die wachsen nicht auf den Bäumen. In den Zeiten des Fachkräftemangels umso weniger. Und natürlich gehen sie dorthin, wo sie am besten verdienen. Und das ist selten der Kanton oder eine Gemeinde. Und wenn wir noch jemanden finden, können wir sie oder ihn nicht immer anstellen. Es gibt noch wenige dezidierte Beschaffungspositionen in der Verwaltung und neue Stellen zu schaffen, liegt politisch nicht drin. Was können wir also tun? Wir müssen zuerst unseren langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Geschäft gut kennen, sich aber vielleicht wegen der Digitalisierung neu ausrichten wollen, eine Perspektive in der Beschaffung geben. Darum setzt sich der Kanton dafür ein, das öffentliche Beschaffungswesen verstärkt zu professionalisieren. In unserer Beschaffungsverordnung steht schon, dass wer regelmäßig Ausschreibungen durchführt, bestimmte Skills mitbringen muss. Damit die Leute sich diese Skills aneignen können, arbeitet der Kanton mit dem Bildungssektor zusammen. Zum Beispiel mit der BFH, mit Professor Stürmer, der, glaube ich, das schweizweit einzige CAS öffentliche Beschaffungen anbietet, auch mit Dozenten vom Kanton. Und der Kanton engagiert sich in der IAÖB. Das ist die Interessengemeinschaft Eidgenössische Abschlüsse öffentliche Beschaffung. Sie hat einen eidgenössischen Fachausweis geschaffen, der für Qualität und Können im öffentlichen Beschaffungswesen bürgt. Das nur zwei Beispiele. Für mich hat auch die künstliche Intelligenz ein hohes Potenzial, um Ausschreibungen zu vereinfachen und zu verbessern. Beschaffen ist eigentlich viel Erfahrungs- und Fleißarbeit. Man nimmt das, was sich bei früheren Beschaffungen bewährt hat, und wendet es auf neue Anforderungen an. Die aktuellen KI-Modelle sind sehr gut in solchen Aufgaben. Es ist denkbar, dass eine Beschaffungsfachperson mit KI-Unterstützung dereinst mehr Ausschreibungen betreuen kann und in höherer Qualität als heute alleine. Darum engagiert sich der Kanton Bern im InnoSwiss-Projekt der BFH, das zusammen mit der Wirtschaft Methoden zur KI-Unterstützung von Auftraggebern und Anbietern entwickelt. Trotzdem schlägt es keine Geiß weg. Mit eigenen Leuten kann der Staat auf absehbare Zeit seine Beschaffungsaufgaben nicht erfüllen. Alle Gemeinwesen sind daher auf den Beizug externer Fachleute angewiesen. Die sind teurer als interne Mitarbeitende, das ist klar. Darum ist es wichtig, dass wir auch die Beschaffenden effizient beschaffen. Das KAIO schreibt demnächst einen neuen Rahmenvertrag aus, über den kantonale und kommunale Behörden solche Fachleute abrufen können. Das machen wir übrigens auch mit anderen Fachrollen wie IT-Projektleitenden oder Sicherheitsfachleuten. Und auch hier gilt: Weniger ist mehr.
Je weniger Ausschreibungen wir durchführen, indem wir den Bedarf von vielen Behörden bündeln, so wie ich das vorhin erwähnt habe, desto besser können wir unsere Fachleute einsetzen und desto seriöser und erfolgreicher können wir jede Beschaffung durchführen. Dazu gehört auch ein gewisser Mut zur Lücke. Die Politik stellt sich oft vor, dass der Staat mit öffentlichen Ausschreibungen viele Probleme lösen kann. Zum Beispiel gesellschaftliche oder ökologische Probleme, Stichwort Lohngleichheit oder Nachhaltigkeit, oder Probleme der Wirtschaftsstruktur, Stichwort Anliegen der KMU. Um es klar zu sagen, das sind wichtige politische Themen und der Staat soll sich ihrer annehmen. Aber selten ist eine öffentliche Beschaffung das beste Instrument dafür oder eine Beschaffungsfachperson die richtige Person. Wenn wir nicht sicher sind, dass wir genügend Wirkung erzielen können, halten wir unsere Ausschreibungen lieber einfach, als dass wir mit ellenlangen Checklisten oder Proforma-Kriterien alle Beteiligten unnötig beüben. Und ein letzter Punkt, der leider etwas ICT-typisch ist und für Sie auch nicht neu. Die Idealform der Beschaffung ist die öffentliche Ausschreibung. Die setzt aber voraus, dass der Wettbewerb funktioniert. Und das ist nicht immer der Fall. Sie wissen es, für gewisse Aufgaben gibt es nur einen, höchstens zwei ernstzunehmende Anbieter. Das betrifft nicht nur Giganten wie Microsoft, Google oder SAP, sondern auch ganz einfache Fachapplikationen für spezifische Behördenaufgaben. Und die Tendenz geht eher hin zu mehr Konsolidierung und weniger Wettbewerb. Dazu kommt, viele Lösungen werden heute nur noch in der Cloud angeboten. Wirtschaftlich macht das absolut Sinn. Die Skaleneffekte sind massiv. Davon profitieren sowohl die Anbieterin wie auch die Kunden. Aber natürlich gibt es auch Nachteile, zum Beispiel mehr Datenschutz- und Sicherheitsherausforderungen. Und für uns relevant, Cloud-Services sind meistens stark standardisiert. Es heißt dann «take it or leave it». Ein Eingehen auf individuelle Anforderungen, wie man sie zum Beispiel in Ausschreibungen aufstellt, ist oft nicht möglich. Damit müssen wir uns oft leider abfinden. Und unter diesen Bedingungen macht eine Ausschreibung oft gar keinen Sinn. So ungern diese Freihänder auch gesehen werden, wir kommen in der ICT nicht um sie herum. Aber wie holen wir trotzdem das Beste für die Steuerzahlenden heraus? Indem wir der Marktmacht der Monopolisten eine möglichst grosse Nachfragemacht entgegenhalten. Indem wir, jetzt bin ich wieder beim Punkt, unsere Aufträge bündeln und in Verhandlungen möglichst viel herausholen. Nur, als föderalistische Schweiz sind wir dafür noch nicht gut aufgestellt. Es gibt zwar gute Ansätze, zum Beispiel im Rahmen der digitalen Verwaltung Schweiz bzw. der früheren SIK. Aber die DVS hat noch zu wenig Power. Dazu braucht es vor allem das Engagement des Bundes als größten behördlichen Beschaffer der Schweiz. Deswegen erwarte ich vom Bund und von der DVS, dass sie zusammen Leadership übernehmen, damit wir schlagkräftige, gebündelte ICT-Beschaffungen auf nationaler Ebene durchführen können und damit wir für das ganze Land auf Augenhöhe mit globalen Konzernen verhandeln können. Und als letzter Punkt. Auch wenn Sie eine Individualentwicklung ausgeschrieben haben, wagen Sie es wirklich, nach 5 oder 10 Jahren den ganzen Auftrag neu auszuschreiben? Im Wissen darum, dass mit einem Anbieterwechsel hohe Kosten für Know-how-Transfer, Umschulung und Migration anstehen. Und dass, wenn das Projekt scheitert, Ihre Aufgabenerfüllung gefährdet ist. Solche Überlegungen halten viele Auftraggeber von einer Neuausschreibung ab. Nicht immer zu Recht. Es gilt, den richtigen Zeitpunkt für einen Anbieterwechsel zu finden,
Zum Beispiel, wenn ohnehin ein Technologiewechsel ansteht oder wenn eine Zusammenarbeit mit anderen Behörden möglich wird. Das braucht vorausschauende Planung. Das braucht ein Service Management, das den ganzen Lebenszyklus im Auge hat und auch die Roadmaps der anderen Anbieter und der Behörden mit ähnlichen Anforderungen. Hier hilft uns im Kanton Bern die kantonale ICT- und Digitalisierungsgovernance, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Mit Instrumenten wie dem kantonalen Applikations- und Projektportfolio-Management wollen wir uns einen verwaltungsintern transparenten Überblick darüber verschaffen, wer wann was vorhat und wo Synergiepotenzial besteht. Vielleicht schaffen wir das irgendwann einmal sogar auf nationaler Ebene. Damit bin ich am Ende meiner kurzen Rundreise durch die Beschaffungsherausforderungen, die meine ICT-Verantwortlichen und mich zurzeit auf Trab halten. Ein Wort habe ich immer wieder verwendet: Zusammenarbeit. Sie haben es sicher schon fast einmal satt. Ich brauche es zum Schluss aber nochmal, weil ich davon überzeugt bin. Die IT-Welt ist groß und die Schweiz ist klein. Ein Kanton oder eine Gemeinde ist noch kleiner. Darum müssen wir das machen, was den Erfolg der Schweiz ausmacht. Zusammenstehen, auch beim Beschaffen. Im Kanton Bern haben wir dafür schon viel unternommen. Ich hoffe, es gelingt uns auch im ganzen Land. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen spannenden Tag. Ganz vielen Dank, Astrid, für diese visionären Gedanken. Also einerseits natürlich die historische Einordnung zu dem Beschaffungsgesetz des Kantons Bern ist ja sehr interessant und dann natürlich eben auch, wie es dann weitergeht und was eben wichtige Inputs sind. Ich habe mir zahlreiche Notizen gemacht, die ich für mich selber und vielleicht auch im Laufe des Tages wiederverwenden kann. Du musst uns leider verlassen, weil du eben noch weitere Termine hast heute, aber wir haben ja dann im Anschluss ein Panel, an dem wir dann diese Fragen, die jetzt wahrscheinlich aufgetaucht sind, die Punkte, auch deine spannenden Inputs aufgreifen werden, dazu dann kurz nach 10. Also vielen Dank für deine Anwesenheit und erfolgreicher Tag wünschen wir dir in deinem Regierungsleben. Ade, nochmal Applaus.